Hallo, mein Name ist Hubel Greiner, ich bin Musiker und Filmemacher und lebe seit über 30 Jahren in Konstanz. Ich habe vor etwa einem Jahr die Lilith Kugler bei einem Spaziergang auf dem Fürstenberg getroffen und wir sind so ins Quatschen gekommen und ich habe ihr von der Idee eines Episodenfilms erzählt. Und die Lilith sagt, wow, das ist ja ganz was Ähnliches, was wir für die Sehgeschichten fürs Café Mondial machen. Und übrigens willst nicht du das machen, weil ich schaffe das nicht. Die Lilly hat nämlich einen Studienplatz in Babelsberg bekommen und unter uns gesagt, die Lilly ist auch ohne Filmstudium eine grandiose Regisseurin und ich bin mir sicher, wir werden noch viele tolle Filme von ihr sehen. Jedenfalls sind da 20 ganz schöne Kurzfilme entstanden, nicht weil ich so toll gefilmt hätte, sondern weil die Menschen vor der Kamera ganz eindrucksvolle und persönliche Geschichten aus ihrem Leben erzählt haben. Und ich wollte mich bei allen Beteiligten auch nochmal herzlich bedanken für die große Offenheit und für das ungenierte vor der Kamera sein. Und euch zusammen wünsche ich jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Tschüss.